Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung, zu einer weiteren Was ist die Borbarat-Kampagne bzw. die sieben gezeichneten G7. Ja, wir haben uns bereits in den ersten zwei Teilen angesehen, wie es beginnt, und zwar nicht nur, aber eben auch mit einem Prequel Staub und Sterne, wo es dann um den Schwarzmagier Liscom von Fasar ging und dann eben auch um die Fleischwerdung von Borbarat beziehungsweise das erste Auftauchen. Wir haben über Albtraum ohne Ende gesprochen und dann eben auch grenzenlose Macht und die unsterbliche Gier. Jetzt, nachdem wir grenzenlose Macht für Borbarat haben, er einen Körper besitzt und auch einen Zauberstab, geht es so ein bisschen darum, was in der Zwischenzeit passiert. Und das stellt nicht nur mich beim Zusammenfassen vor ein großes Problem, sondern eben auch den Spielleiter. Und ich glaube, dass hier an dieser Stelle sich dann die Kampagnen durchaus stark unterscheiden könnten. Wenn wir mal von den offiziellen Kampagnen dann wegblicken. Hier gibt es wenig Inhalt. Es gibt zwar einige Seiten, die dann die Jahre dazwischen thematisieren, aber jede Gruppe muss hier für sich selbst entscheiden, wie stark sie das ausspielen. Er stellt nicht nur die Spielleitung damit eben auch vor ein großes Problem, sondern eben auch ganz explizit die Spieler. Denn hier braucht man sehr, sehr starke Spieler, die wissen, was sie tun, die so ein bisschen Ahnung von der Welt haben und die eben auch Lust haben, das Ganze voranzutreiben. Ja, wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von Rondra 1017 bis Raya 1018. Und wer sich das nicht ganz vorstellen kann, das sind 2 Jahre. Nicht ganz 2 Jahre, da fehlt natürlich noch der Praios als letzter vollendeter Monat, aber ganz generell wären es dann eben ein ganzes Jahr und 11 Monate, wer es also genau nimmt. Und dieser lange Zeitraum von 2 Jahren muss irgendwie überbrückt werden. Es macht an der Stelle wenig Sinn, dass man dann direkt von Teil 3, grenzenlose Macht, überleitet in die Pforte des Grauens, was dann Abenteuer Nummer 4 wäre, wo dann der dritte Gezeichnete erwählt wird. Dazu allerdings später mehr, was das dritte Zeichen ist und eben wie er erwählt wird. Der Spielleiter oder die Spielleiterin muss sich jetzt also Gedanken machen, wie eine Welt darauf reagiert, dass das Kloster Arastemot in einem großen Astralsturm untergegangen ist. Arastemot natürlich auch ein Praios heiliger Ort, dadurch, dass an dieser Stelle dann eben auch der heilige Kvanion gewirkt hat. Und da muss man sich immer überlegen, wie die Welt reagiert. Werden die Gezeichneten, die an der Stelle noch nicht gezeichnet sind, aber die zudem auf alle Fälle Helden sind, werden sie erhört oder werden sie ignoriert? Und das ist so ein bisschen der Tanz auf einem Seil, wo man seine Welt und auch seine Nichtspielercharaktere realistisch darstellen sollte. Das ist also eine Entscheidung, die muss man für sich treffen. Welche Spielercharaktere können da was erreichen und wie interagieren die dann eben auch bei einem gewissen Auftreten mit der Umwelt? Man hat 2 Jahre lang Zeit, aber das wissen natürlich die Spieler an dieser Stelle nicht. Sie wissen nicht, wie lange es jetzt dauert, bis es dann weitergeht. Das heißt, man muss hier in eine riesige Sandbox überleiten und die ist dann eben auch nicht begrenzt. Das heißt, die Helden werden dazu animiert, dass sie nicht nur in Gareth sich mit dem Reichsregenten Brynn abgeben, sondern eben auch mit den Oberhäuptern der Kirche und auch der Magier. Was sagt das Mittelreich? Was sagt das Horasreich? Sollten wir vielleicht mal mit den Zwergen sprechen? Das ist natürlich auch wieder abhängig davon, ob ich einen Zwerg bei mir in der Gruppe habe. Was sagen die Elfen dazu? Die sind natürlich etwas verschlossener. Man kann dann mit Leuten in Donnerbach, in Gerasim sprechen oder vielleicht auch mit dem Kreis der Einfühlung in den Salamanderstein. Aber abhängig davon, wie meine Gruppe zu diesen Völkern steht, muss man darauf reagieren können. Was sagen die Torwarder dazu, die normalerweise ja sich immer sehr herausnehmen, weil sie eine andere Glaubenswelt hegen, weil sie sich nicht so dafür interessieren, was das Mittelreich tut, weil das Mittelreich lässt die Torwarder in Ruhe. Sie sind einfach immer der Meinung, man möge gute Plünderungen in Nostria oder dann eben auch im Horasreich machen. Und ob die sich dann überhaupt einbringen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Sehr groß ignoriert meistens, aber auch in der G7 wäre ein Novadi mal interessant zu spielen. Was sagt das Kalifat dazu, wenn man dann von Fasar aus oder nach Merwet zieht? Was haben die dann als Kalifen für eine Meinung zu der Wiedererweckung oder der Wiederaufstehung der Fleischwerdung von Borbarat? Ist da vielleicht auch der ein oder andere Schwarzmagier darunter? Was sagt beispielsweise auch Aranien dazu? Denn Aranien selber wird ja in einiger Zeit ganz viele eigene Probleme bekommen.
Wenn dann die Königstochter, die Prinzessin Dimiona von Zorgan, ihre Mutter, die Fürstin Sybia, verrät. Was sagt Kuntium dazu? Das sind ja vor allem dann auch Söldlingsmagier mit Cardiel Ukarim. Die haben natürlich auch noch ein eigenes Interesse und leiten dann später auch noch einmal über. Man hat die vielleicht auch schon in Staub und Sterne angetroffen. Man wird sie auch noch in zukünftigen Publikationen treffen. Bei Bastorobunds Bane spielen sie beispielsweise eine große Rolle. Man könnte sie auch dann in dem nächsten Abenteuer, was dann darauf anschließt, wieder mit einbringen. Also was dann eben nach diesen 2 Jahren wieder aktiviert wird, wenn man dann die Pforten des Grauen spielt, wo man dann von Ponin aus nach Kuntium zieht. Also auch da müsste man sich überlegen, wie reagieren diese Magier? Was sagt Al-Anfa? Die sind ja normalerweise immer auch für so ein bisschen für sich alleine und haben da vor allem dann politische Interessen. Was haben die für ein Problem mit Borberat oder haben sie überhaupt eins? Haben natürlich auch eine schwarze Akademie und hier könnte man natürlich auch auf Gaius Cordovan Eslam Galotta treffen. In diesem Buch wird die Möglichkeit angesprochen, dass man mit dem Lehrmeister Galotta spricht. Der ist hier normalerweise verhindert, aber man könnte eine zufällige Begegnung in dem Gang der Akademie auch ausspielen. Und ich würde auch sagen, das macht viel Sinn. Das könnte man natürlich auch vertiefen. Hier kann man natürlich dann auch schon mal mit Galotta darüber sprechen, wie er eigentlich zu ihm steht. Galotta selber ist natürlich ein ja, sehr gesuchter Mann, der normalerweise sich nicht so gerne abgibt, gerade wenn dann die Helden auch sehr weiß oder sehr patriotisch angehaucht sind, wenn ein Pfeil des Lichts darunter ist. Da wird er natürlich einige Vorkehrungen treffen, damit man da dann eben auch nicht das Lösegeld für Galotta bekommt. Aber ich glaube, es wäre eine sehr, sehr spannende Zufallsbegegnung, die man haben könnte. Die Priorskirche mit dem Inquisitionsrat Armando Laconda da Vanya hat natürlich auch schon einmal gewirkt und wird in Zukunft auch noch weiter wirken. Ist natürlich ein sehr mächtiger Mensch, Armando Laconda da Vanya, der dann später auch noch zum Großinquisitor aufsteigen wird, wenn es dann dazu kommt. Die Rondra-Kirche hat natürlich auch noch ein großes Interesse daran. Die Fex-Kirche ist mal mehr, mal weniger wichtig. Die Hesinde-Kirche natürlich eben auch ganz interessant. Aber darauf aufbauend auch der Nandus-Kult, denn das ist vielleicht noch nicht bekannt, aber die Helden sollten mit Recherchen beginnen. Recherchen zu Borberat und dabei dann eben auch auf den Nandus-Kult treffen. Was sagt die Nandus-Kirche? Je nachdem, wie eure Gruppe diese 2 Jahre benutzt und wie das ausgespielt wird, da sollte dann der Spielleiter auch nicht unbedingt sagen, wann es weitergeht, damit man sich so lange darauf vorbereiten kann, sondern man sollte so ein bisschen auch im Ungewissen sein. Man sollte ein paar Zeitsprünge einbauen können. Gerade wenn es dann eben auch genug Abenteuerpunkte gab, dass man vielleicht ein Zweitstudium innerhalb dieser Zeit macht, das wäre auch eine Möglichkeit. Man kann auch ein Abenteuer vorziehen, beziehungsweise anfangen vorzuziehen, was normalerweise in der offiziellen Publikation dann später gespielt wird, aber auch hier kann es offiziell, inoffiziell schon vorgezogen werden in diesen 2 Jahren, wenn die Helden nicht untätig herumsitzen. Es geht dabei um die 7 magischen Kelche. Auch da kann man nicht nur Informationen sammeln, sondern auch anfangen, diese zu sammeln, damit man im späteren Verlauf dann das 7. Zeichen wiederherstellen kann. Aber auch dazu komme ich dann im späteren Verlauf, wenn ich soweit bin und diese Zusammenfassung dann gemacht habe. Was sagen die Zauberkundigen vom Bund des Weißen Pentagrammes und was sagt die Graue Gilde? Beziehungsweise was sagt die Bruderschaft der Wissenden von der Schwarzen Gilde mit dem Guildensprecher Salpicon Savatin? All das sind Möglichkeiten, die Kampagne sehr stark zu verändern. Das legt eine hohe Schwierigkeit an die Spielleitung, an den Meister, an die Meisterin an, aber eben auch an die Spieler, die hier, wie gesagt, eigene Ideen haben müssen, die sehr kreativ sind. Kann ich es vielleicht schaffen, mit den Hexen zu sprechen, mit einem Oberhaupt der Hexe, vielleicht Glucelin oder Gwynna? Kann ich vielleicht auch mit späteren Hexen wie Glorana sprechen, die dann ja auch nochmal eine große Rolle innerhalb der Kampagne spielt, oder mit Achaz, mit Larana Schwarzklinge? All diese Wesenheiten müsste man überlegen, ob man die findet, wo sie sich aufhalten könnten. Was ist mit den Druiden? Was ist mit den Geoten? Ich kann auch eine weitere Kampagne mit einbauen. Das ist die sogenannte Arenstein-Kampagne, die dann mit Unter dem Adlerbanner und mit Schafir Spur spielt. Die kann man da einbinden. Wird ja auch offiziell vorgeschlagen als Zwischenabenteuer. Man kann auch das Greifenlied spielen, die Kanäle von Grangor. Es gibt eine große Liste von möglichen Abenteuern, die man in diesen 2 Jahren spielen kann.
Das ist unter anderem auch der Grund, warum diese Kampagne sich so sehr ausdehnt, weil es dann in time sehr, sehr viele Jahre sind, die man überspringen muss. Wenn wir mit Staub und Sterne angefangen haben im Jahre 1014 oder 1012, 1009, wann auch immer man das spielen mag, und dann bis 1016 hochgehen und dann sind wir mittlerweile im Rondra 17 bis Raya 18, also sehr, sehr viele Jahre, die dazwischen liegen. Da muss man sich eben hier viele Gedanken zu machen und das dauert dann eben nicht nur IT lange, sondern eben auch OT. Ist das der Grund, warum eine solche gut gespielte G7, eine so sehr gut gespielte Borbard-Kampagne dann 5, 7 oder sogar 10 Jahre dauern kann? Aber warum dauert es so lange? Ist Borbarad untätig? Nein, ist er nicht. Denn Borbarad selber, nachdem er grenzenlose Macht bekommen hat, wird selber seine Bestrebung zur Eroberung der Welt bzw. von Aventurien, wird dann natürlich auch weiter vorantreiben, wird dabei allerdings nicht so sehr offen agieren, wie das eben in den vergangenen Folgen der Fall war. Er wird unter anderem mit einem Transversalis oder mit seinem schwarzen Streitwagen durch die Welt reisen und dabei dann verschiedenen Orten einen Besuch abstatten. Ihr könnt es hier auf der Karte sehen, ich habe das einfach mal eingezeichnet mit den siebenstrahligen Kronen, denn wir haben einen Besuch in Brabak, wo es natürlich eine ganze Menge an Schwarzmagiern gibt. Wir haben natürlich auch einen Besuch in Al-Anfa. Wir können von da aus nach Norden gehen. Mach das einfach mal nicht chronologisch, sondern eben geografisch. Wir haben hier einen weiteren Besuch in Mengbilla. Wir sind in Selem, wo dann natürlich auch eine ganze Menge Verrückte leben. Nicht nur eben viele Echsen und ja, geistig Verwirrte, sondern eben auch Leute, die vielleicht gar nicht so sehr verwirrt sind, aber trotzdem erstmal eingesperrt worden sind. Ähnlich wie das Voldemort getan hat in den Harry Potter Romanen, wird eben auch Borbrat hier seine Leute rekrutieren, auch wenn Borbrat natürlich vor Harry Potter dann noch gewirkt hat, denn die Borbrat-Kampagne ist dann Mitte der 90er Jahre erschienen und dementsprechend sehr viel älter. Ja, wichtig auch für die nächste Kampagne, wenn wir dann weitergehen mit Pforten des Grauens, einen Besuch in Tutsak. Was Borbarad da getan hat und was er dort macht, beziehungsweise dann auch in Boran oder auch in der maraskanischen Mine, all das wird dann in dem nächsten Abenteuer besprochen werden. Wir sind dann nicht unbedingt in Kunthium, aber wir sind vor allem in der Nähe der Gorischen Wüste, der gesplitterte Berg, der dann im Krieg der Magier relevant war. Aber wir sind auch in Borbra, das ist ein kleiner Ort, eine kleine Dorfschaft, die in der Mitte liegt. Wir sind in Sambra, auch das ist dort in der Nähe. Fasar ist natürlich auch ein Ort, der für ihn wichtig ist, weil auch in Fasar eine ganze Menge an Beherrschern leben, die für ihn wichtig sind. Es gibt dort einige Laboratorien, wo er an Zwergen geforscht hat. Hier gibt es allerdings auch etwas nördlich in Punin, beziehungsweise da in der Nähe, da gibt es eine große Globule. Dazu allerdings auch dann später mehr. Er wird nach Kerschal Taref gehen in Aranien. Auch das haben wir schon einmal gesehen. Dort steht später in dem 35-Tage-Krieg dann das Kloster von Dimiona, ein Heiligtum von Belkelel. Auch das wird er besuchen. Wir werden einen Besuch in den Trollzacken mitbekommen, beziehungsweise nicht mitbekommen. Hier wird er versuchen, dann die Trolle auf seine Seite zu ziehen. Die Trolle sind im späteren Verlauf noch sehr wichtig für die Kampagne. Auch das können wir uns schon einmal merken. Die Trolle sind nicht eben nur von dem Namenlosen auch versucht, sondern eben unter anderem auch von Borbarad. Wir betreffen dann Warung und auch Ysilia, was damals noch Ysilia hat geheißen, später dann nach den Eroberungsfeldzügen von Tobrian dann umbenannt worden ist in Yol-Gurmak, aber zu dieser Zeit eben noch Ysilia. Wir bekommen weitere Treffen bzw. Begegnungen dann im Bornwald. Der Bornwald, eine Globule, die haben wir auch schon in der Zusammenfassung von der Filiason-Kampagne kennengelernt. Wer dazu noch ein bisschen was wissen mag, was im Bornwald noch möglich ist, der soll sich bitte noch einmal die Folge 2 der Filiason-Kampagne ansehen, was wir dort alles erlebt haben oder erleben konnten. Es gibt natürlich noch einen Besuch im Ehernen Schwert, ein großes Gebirgsmassiv, was dann Aventurien vom Riesland oder von Rakshasa abtrennt. Und dort steht dann eben auch noch eine große Festung, die auch noch einmal wichtig wird. Und Pavi, was dann eben auch noch einmal wichtig wird, wenn wir Glorana ansprechen, die Hexe, die ich eben schon einmal erwähnt hatte und die dann auch noch einmal wichtig wird. Es sind also eine ganze Menge Orte, die Borbarad besucht.
Mit dem Transversalis, mit seinem schwarzen Streitwagen, all die Sachen, die wir so nicht mitbekommen als Helden, als Gezeichnete. Aber er wird auf alle Fälle aktiv sein und dann im späteren Verlauf bekommen wir einen Brief von einem KGA-Agenten, der uns zu sich ruft, der von mysteriösen Erscheinungen berichtet, die er gerne untersuchen wissen mag. Und in diesem Verlauf wird dann nicht nur die Kuntjuma Akademie oder auch die Pudin-Kirche auf uns zutreten, sondern eben auch dieser Agent von der KGIA. Dazu, wie gesagt, allerdings dann später mehr in dem Abenteuer Nummer 4, Pforten des Grauens, wo wir dann den dritten Gezeichneten bekommen. Diese Zusammenfassung hat also weniger was mit offiziellen Abenteuern zu tun, sondern vor allem eben mit diesem Zeitsprung. Aber auch der muss quasi ausgespielt werden. Man kommt nicht drum herum und man kann nicht einfach sagen, es sind 2 Jahre vergangen, ihr befindet euch in Punin. Das sollte man hier also an dieser Stelle nicht tun. Das gehört zu der Kampagne und das möchte ich dementsprechend mit einem eigenen Video hier noch einmal zusammenfassen. Inwiefern ich die Abenteuer dann in einem Video zusammenfassen kann oder dann eben auch 2 Abenteuer in ein Video packe, es kommt noch mal ein bisschen drauf an. Ich habe jetzt mich dafür entschieden, dass ich die Pforten des Grauens nicht mehr noch in dieses Video packe, weil es, wie gesagt, ein sehr, sehr langes Abenteuer ist. Wenn euch schon interessiert, was bei Pforten des Grauens passiert ist, wir haben das schon als einzelne Kampagne, als einzelnes Abenteuer gespielt. Ich werde euch das oben verlinken, beziehungsweise jetzt gleich im Abschlussscreen. Auch da haben wir dann schon mit Pforten des Grauens angefangen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran, dass es weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.